schnuppern zusammen die neuen Tannenbaum-Brick-Düfte. Ich habe nur einzelne Würfel. Die Bricks sind so riesengroße Packungen. Und wir schnuppern zusammen, und zwar den Candy Apple im Schnelldurchlauf. Und der riecht für mich richtig geil, frisch, leicht fruchtig. Ja, frischer, fruchtiger, saftiger Duft, so nach Apfel. Und die Duftbeschreibung lautet säuerlich-grüne Äpfel mit süßer Zuckerglasur. Also der riecht einfach frisch und wie so ein knackiger, frischer, grüner Apfel. Mega, mega lecker. Dann Hammer Cozy Kitchen. Und zwar ist das einer für die Bäckerei Foodie-Düfte. Der ist sehr kräftig, intensiv, würzig, Bäckerei-Foodie-mäßig. Also richtig so intensiv, was ich ja nicht so mag, aber die, wo alle auf Foodie stehen, ist das euer Duft. Und zwar eine herrliche Mischung aus warmem Hafer, braunem Zucker und würzigem Zimt. Für mich riecht da auch noch ein bisschen Vanille mit raus. Dann haben wir Forever Flanell. Forever Flanell ist so richtig frischer, also so leicht angenehmer, entspannter, beruhigender. So ein beruhigender, ausgleichender Duft. Bisschen frisch, leicht blumig. Ja, so riecht der. Und zwar ist es mit sanftem Lavendel, warmem Sandelholz und einem Hauch von Goldmelisse. Also leicht blumig und aus Sandelholz. Dann haben wir Holly Jolly Cider. Oh, und der riecht wie so Mighty Pine, Evergreen und Icicle. Ich finde es so richtig geiler Tannenduft. Wie so eine frische Tannenzweige. Das ist zwar jetzt rot, aber wie so eine Tannenzweige, frisch geschnittene Tannenzweige mit was leicht Fruchtigem. Ja, so riecht es. Und zwar, oh, Apfelwein, warmer Apfelwein, okay, mit Zimtstange und einem Hauch von Immergrün. Ja, Immergrün, Immergrün ist das Frische, aber das riecht wie so eine frische Tannenzweige. Also trotzdem, auch in Apfelwein, Zimt rieche ich da gar nicht so raus. Also für mich riecht das wie so eine frisch geschnittene Tannenzweige und mit was leicht Fruchtigem, das ist vielleicht der Apfelwein. Dann haben wir noch Orange Spice and Everything's Nice, ich kann da mal reden. Und der war für mich, oh, das ist der geilste, geilste Duft. Der riecht richtig orangig. Orangig, wie so eine saftige Orange, aber auch Blutorange, wie so ein Kinderpunsch, wie so ein Kinderpunsch oder Kinderglühwein. Mit leichten Gewürzen so leicht, aber wie so Multivitamin. Ja, Multivitamin nicht, aber so richtig orangig. Also wie so ein Kinderglühwein mit Orange und vielleicht Blutorange. Boah, richtig. Also das ist mein Liebling. Orange Spice Everything Nice. Und zwar ein frisch gebrühter Winter-Orangentee mit einem Duft von Glühweingewürzen und einer leckeren Vanilleschote. Also was will man mehr? Die mega geilen, leckeren neuen Brick-Düfte gibt es ab 16. Oktober erhältlich, ab 20 Uhr, nur solange der Vorrat reicht. Ihr könnt die Düfte auch im Sensi-Club sichern, als kleine Bar, wenn ihr die gern haben wollt. Und ab 42 Euro gibt es ja da 10% Rabatt. Und dann ganz viel Spaß mit den Düften und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüssi!